Hi Kinder, willkommen zurück zu Super Mario World 2 Plus und wir sind jetzt in der Winterwelt. Mal gucken, was hier so alles auf uns wartet. Bin ja mal gespannt. Insgesamt haben wir nicht mehr so viele Levels. Swarmed, also wir sind jetzt hier im Sumpf. Okay, hier geht's wohl ein bisschen weiter nach oben. Ach, ich gehe einfach mal dran vorbei. Hallo, ich habe zuerst meine Zunge rausgeholt. Arschloch, Frosch. Hallo, was ist hier denn los? Wollt ihr mich hier rollen? Na, ich bin auf den Fisch draufgesprungen, Mann! Kauf dir mal ein paar neue Schuhe, Yoshi! Oh ja, genau. Warum ist eigentlich das Berühren eines solchen Viechs so lebensgefährlich? Okay, das hätten wir. Wahrscheinlich hätte ich den gebraucht, aber das ist mir jetzt Wumpe. Ah, hier geht's rauf. Komm her. Da ist noch eins. Und? Sonst nix. Hallo? Fehlt da nicht noch was? Ja, hier, das da fehlt. Und so wie ich dieses Spiel kenne, sind da auch noch ein paar rote Münzen bei. Oder zumindest versteckt. Nö. Dann gehen wir mal runter. Genug der Tortur. Jetzt kann's weitergehen. Okay, lass mich mal hier vorbei. Aua! Nein, nicht wieder damit anfangen. So, und hier hätten wir... Ach so, da sind... Da ist so einer. Die sind aber auch versteckt hier diesmal. Das ist ohne Gleichen. Okay, dich fresse ich auf. Du wirst weggefräsen. Und jetzt... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nicht hauen. Ich bin doch so empfindlich. Ach so, wegstampfen kann ich den auch? Wusste ich bisher noch gar nicht. Wieder was Neues gelernt. Okay, komm her. Ran da! Ran an die Bundesliga! Dann wollen wir doch mal ausprobieren, was wir hier gelernt haben. Zack! Aber die Frösche hier, die sind am nervigsten. Die können echt mal verschwinden. Sie nerven mich. Okay. Auf den können wir, glaube ich, nicht drauf rumspringen. Ja, was willst du hier machen, wenn du kein Ei hast? In deine Box. Da kannst du nichts machen. Da bist du schon raus, bis dann. So. Was willst du denn mir jetzt hier erzählen? Was willst du mir hier erzählen? Das ist doch wohl unmöglich. Okay, jetzt geht das, oder was? Hallo, ich kann auch nicht hell sehen. Aber ich habe ja noch eine zweite Chance. Nicht schlecht. Dann mal her damit. Ich nehm's gern. Mal gucken, was hier so auf mich wartet. Ich kann mir gerade nicht ausmalen, wie mir das helfen soll hier. Okay. Rüber mit dir. Okay, komm, komm, komm her. Freundchen. Oh, wieder so ein heftiges Rätsel. Aber gut, dass ich das auf Anhieb hinkriege. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Zack. Nee, kriege ich nicht auf Anhieb hin. Ich dachte, er stellt sich jetzt drauf und... Nicht, dass er den Flattermann macht, sondern eigentlich hatte ich mir das anders vorgestellt. Und rauf mit dir. Und ein letztes Mal. Wuhu! Jetzt? Ach so, eine Blume gibt das nur. Da hätte man aber auch nicht so knausern müssen, ne? Da wäre ja noch einiges gegangen. Vielleicht noch ein paar rote Münzen dabei. Ein extra Leben. Wenn ich mir schon solche Mühe mache hier. Okay. Ich hatte den Hackersteller jetzt eigentlich so eingeschätzt, dass er mir dann ein Lavabecken drunter setzt. Aber hier war er ja mal gnädig. Okay, du, Mister... Wie nennt man das? Diese Stöcker da. Wie nennt man das? Hochstocktyp. Nordic Walking für Kleine oder was macht der da? Ahiak. So, komm mal her jetzt. Lustig. Aber die verstecken sich ja auch ganz schön gemein. Okay. Flattermann, Flattermann. Mach mal einen Flatter. Nein!
Nicht fressen! Ausspucken! Sind die Eier hier noch? Wahrscheinlich nicht. Eins habe ich noch gekriegt, die sind ja gnädig. Und damit zimmer ich gleich mal auf die Blume hier. So nicht, Freundchen. Ich merke mir jedes Gesicht, das ich einmal gesehen habe. Und deins habe ich gerade gelöscht, weil ich dich ausgelöscht habe. Boah, ho, ho. So, wollen wir mal weiter jetzt. Ja, solche Passagen habe ich ja vermisst. Die gab es ja im Originalspiel auch. Und ich meine, es gab doch im Original auch so ein U-Boot, ne? Gab es das hier auch schon? Oder ist es jetzt die Premiere? Nee, ich glaube, das ist die Premiere. Ja! U-Boot mit Raketen. Bäm! Oh Gott, lass mich mal in Ruhe hier. Ihr hässlichen Jellyfishes hier. Okay. Irgendwie sehen die Münzen rosa aus. Ja, hallo, hau ab, ey! Ich schieß dich ab! Du sollst sterben! So. Du auch. Geh nach Hause, Junge. Okay. Nein, nicht dich drehen. Nicht dich drehen, Yoshi. Nein! Geh einfach weiter. Tu so, als würde es dich nicht interessieren und geh weiter. Was haben wir hier denn noch? Ah, nicht geschafft. Das ist natürlich zu schade. Dann müssen wir den ganzen Mist eben nochmal machen. Gefällt mir aber. Finde ich klasse. Okay, runter mit dir. Nein! Ich habe Besseres zu tun. Ah ne, er bläht sich ja so auf, aber kann man den nicht irgendwie platzen lassen? Bäm! Wie bei Parodius. Falls ihr das Let's Play von Parodius gesehen habt, wenn nicht, euch ist echt was entgangen. Da kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass das geile Scheiße ist. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch bitte an. Genauso wie Lost Vikings. Ich meine, hallo, das sind doch die geilsten Spiele. Jetzt kommen bestimmt wieder irgendwelche Kommentare, wie zum Beispiel, bitte hier neues Spiel einfügen, wie zum Beispiel, ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist, wie heißt das? Duke Nukem 3D, also das Neue. Das ist neu. Das ist doch viel besser! Ja, das mag sein. Aber das ist nicht so retro. Und hat bestimmt noch nicht so einen geilen Soundtrack. Ach so. Ich hätte da in dieses... Mist. Mist. Ich habe mal wieder nicht evaluiert, was jetzt Bonus und was Pflichtprogramm ist. Okay, hier muss ich bestimmt drauf. Das hätte ich mir ja denken können. Jetzt geh da rauf. Nein, geh weg! Okay, runter. Ah, nein! Dämlicher Fisch. Mistfisch! Fußhupe! Okay. Schon wieder das Baby weg. So, weg mit den Viechers. Wo sind die Gegners? Okay, das hätten wir auch. Bam! 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 Und rüber. Ha! Ich glaube, langsam ist auch gleich mal Ende. Aber was ich sagen wollte, ist, dass die Levels hier, glaube ich, jetzt doch wieder ein bisschen größer geworden sind als die, die wir in der vorherigen Welt hatten. Da waren wir ja mit einem... Ja, einer Aufnahme zu einer halben Stunde mit 4 Levels durch. Das ist hier wahrscheinlich nicht der Fall. 63 Punkte. Flip cards, item change. Chains. If you get karmic, you will lose everything. Ja, dann wollen wir mal alles verlieren. Oh, ne, da, das ist gut. Das will ich behalten. Das ist auch super. Das ist nicht so gut. Das ist überhaupt nicht gut. Und das genauso wenig. Streckt er einem da die Zunge raus? Ich habe mir das noch nie so genau angeguckt. Okay, ich glaube, das war's jetzt. Wenn ich hier gucke, dann ist er nur einer von diesen Toadies. Ah, gehen wir mal raus. Exit! 3 Melonen und ein paar Sterne. Das klingt ja wie so ein Bud Spencer-Film.
3 Melonen und ein paar Sterne. Hauen den Lukas. Oder so. 5-2, Monkey Business. Dum, dum, da, dum, dum. Oh, das klingt so nach Affen hier. Okay, ihr Äffchen, kommt her. Oh ne, das ist ja der letzte Schiss. Wenn die Affen das machen, ne, dann kriege ich schon wieder zu viel. Okay. Wie soll das... Weißt du was, ich mach das so. Tricky Baby! Machen wir mal Gatling hier. Gomu Gomu no! Gatling Gano! Komm her! Du Affe! Das ist auch die beste Beleidigung für einen Affen, die du bringen kannst. Du Affe! Hör auf mich zu beschießen mit deinem Mister! Ich kann das auch, hier, zack! Oha, dich hol ich vom Baum! Schieb dich in den Abgrund, so, weil ich kann! Oh nein! Das ist ja auch wieder so eine sadistische Kombination! Runner! Okay. Ihr Äffchen macht mir keine Angst, da mit euren Ringelrangelrose da oben. Da müsst ihr schon früher aufstehen, um mich irgendwie mal zu kriegen. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Bam. Bam. Ja, schießt euch selbst ab. Habt ihr mehr zu tun. Und da findet ihr bestimmt auch mehr Trefferfläche. So, die hole ich mal ganz locker mit meinen Eiern in der Runde. Und juppte die, Mr. Affenmonkey. So, damit wären wir auch fertig. Oh Gott. Auf den Arsch gibt's jetzt, ihr Affen. Könnte ich so einen Affen eigentlich gegen so ein Ding da werfen? Hallo, Affe. Lass dich doch mal schießen hier. Friss den Affen. Nein. Nein. Ach, friss ihn einfach so auf. So. Schön durchkauen und dann schmeckt man die Flöhe auch nicht mehr. Weiter geht's. Dich kriege ich. Aua! Das war doch wohl ein Trick. Da gebe ich dir mal einen dicken Bonuspunkt für. Also, da ist ein bei mir gut. Du Affe. Huhu! Nein! Ich fress euch alle auf. Weil ich's kann. Okay. Nein, ich will hier rüber. Und dich hau ich hier ganz schnell mal runter. Und weiter geht's nach rechts. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Mann. Ich meine, ich mag sie ja, ne? Aber dieser Affenstall hier, das ist doch wohl völlig ohnegleichen. Uhuhuhu. Bam, bam. Und jetzt hier. Rettetetete, rettetete, rettetete. Hier, du stirbst jetzt. Affe. Ich hab doch eine Stampfattacke auf den Affen gemacht. Der muss doch sterben. So, und du haust mich hier nicht runter. Auch nicht mit dieser gleichen Kombination wie gerade eben. Wäre ja schön blöd, wenn ich darauf reinfallen würde. Okay. Hätten wir. Klassomatico. Okay. Das ist nicht so meins. Ach, da ist schon... Da ist der... Der Affe, der hält sich da einfach an der Äste fest. Ja, weiß ich wohl. Was ist der sonst nichts zu tun, da? Blöder Schimpanse. Okay, rüber. Ab zur Blume und wieder zurück. Das klingt auch wie so ein geiler Buchtitel, ne? Gab's das nicht? War von Per Anhalter durch die Galaxis nicht ein Buch davon? Das hieß einmal Rupert und zurück, kann das sein? Ich glaube ja. Ey, du, das ist der letzte Mist hier mit diesen Affenschaukeln, Mister. Das ist doch... Gefährlich bis zum Abwinken. Oh, huhuhu. Hau ab! Du Affe! Wie makaber das einfach ist, weil ich die einfach alle fresse. So, das war eine rote Münze. Da ist bestimmt auch noch eine bei. Ach komm, hau ab. Yeah! Okay, hier geht's nach unten. Komm mal her, du Affe. Du machst... Komm her! Komm zu mir, du Affe! Ich brauche einen Affen! Na dann nicht. Gibt's eben keinen Affen.
Dann nicht, lieber Leser, kein Affe heute für mich. Dabei war ich so lieb. Ich hätte eigentlich liebend gerne mal vom Weihnachtsmann ein Affengeschenk gekriegt, aber nö. Was kriege ich? Krawatten und Socken und all so ein Schiss. Und hier die Affen, die sind... Oh Mann! Die sind so richtig gemein. Und wenn man sie mal für irgendwas braucht, dann rennen sie weg. Menschenskinder nochmal. So. Dafür geben sie richtig gute Mahlzeiten ab. Okay, da oben ist, glaube ich, optional. Ja. Aber ich habe ganz bestimmt da oben was verpasst, gerade eben. Deswegen bringt es auch nichts, wenn wir uns hier noch weiter aufhalten an diesen Bonussachen. Komm, hau ab. Zack. Und dich hau ich auch nochmal vom Ast. Weil ich's kann. Wuhu. Und rüber. Okay, da fehlt doch eine Blume. Mindestens. Mindestens, wenn nicht nur mehr. Ah, toll. In keinem Fall gewonnen. 30 Sterne, 16 Münzen, 3 Blumen. Macht 76 Punkte. Yeah. Ein Highlight.